Na? So, ach, scheiße, ist das Handy gerade wieder ausgegangen. Verdammt, ich wollte den Timer doch hier gedingsen. So, dankeschön. So, und jetzt hier in der Folge werden wir erstmal hier vorne dieses Feuerzeug holen. Da machen wir mal kurz eine Schnellreise rüber. Und wenn wir das dann haben, werden wir uns erstmal hier zu der Nebenmission rüber begeben. Zu der Sherry Woodstone, oder wie sie hieß. Muss dann mal auf der Karte gucken. Da hinten ist auf jeden Fall eine Karte. Also die nehmen wir schon mal mit. Das ist mir... Dachte, dass es eine Karte war, aber es ist hier wieder ein Ort, wo ein Schrein versteckt ist. Ja. Sehr gut. So. Okay. Lesen. Die neue Welt wird eine segensreiche sein. Habt ihr gesehen, wie viel Gutes das... Oh, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Was soll das denn? Ach, guck mal. Siehst du, das Ding hätte ich jetzt hier fast übersehen. Aber dadurch, dass hier ein Feuerzeug hier unten ist, passt das sehr, sehr gut. 6 von 12. Also die Hälfte haben wir. Nice. Finde ich sehr, sehr gut. So, meine Damen und Herren. Und jetzt werden wir hier drüben zur... Ja, gut, Sherry Woodhouse hieße. Aber wie gesagt, ist ja auch noch hier im Gebiet von der guten, ollen, schlampen Tusse Face. So. Ich wollte es jetzt mal gesagt haben. Es war mir gerade so ein avec plaisir. So, aber zum einem Shop müsste ich dann trotzdem demnächst mal wieder hin. Ist ja der denn? Hatte genau denselben Fahrstil wie ich. Sehr gut. Das finde ich nice. So, und wir können uns eigentlich erstmal hier unsere Helfer wieder zurückholen, ne? So, hier, auf jeden Fall erstmal Ömmel und Ömmel. Dankeschön. Bevor wir jetzt hier irgendwen anders in Jacobs Gebiet freischalten können, ne? So, mal sehen, was da drüben jetzt auf uns wartet. Da können wir doch bestimmt mal kurz rüber schwimmen, oder? Wenn das klappt. Komm du Sau, schwimm rüber! You can do this! Ja. Hi Peaches! Yo, hallo? Hallo? Danke. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Da ist ein Grab. Da hat Boom gemacht. Und ich habe was im Auge. Das ist schlecht. Oh, Hilfe. Ich muss ja was sehen können, ne? So. Mal sehen, wen wir hier jetzt kennenlernen. Ich bin mal gespannt. Achso. Wen wir hier kennenlernen, ich bin gespannt. So, hier geht's rein. Mahlzeit! Ich hab geschworen. Und hier wieder ein neuer Schrein. Wunderbar. Ich nehme das Geld mit. Dankeschön. Ich freue mich. Tag. Also, die Sache ist die. Vor einer ganzen Weile hatte meine Familie mal eine Destille. Die haben wohl das beste Zeug gemacht, das ich je getrunken habe. Macallan 57. Aber sie gingen bankrott und es ist alles weg. Aber ich habe das Tagebuch meines Urgroßvaters gefunden und darin steht, dass der Whisky überall im County unter Wasser reift. Einige Fässer wurden nie gefunden. Die suche ich schon seit Jahren. Ich zahle dir einen Finderlohn, wenn du mir alle bringst. Ich bin ziemlich sicher, dass ein Fass im See da hinten ist. Da ist eine Markierung östlich von hier. Okay. Whiskyfluss. Nebenmission. Finde die versteckten Whiskyfässer am Grund des Sees und bringe sie zu Sherry. Denk daran,
suche nach dem roten Kreuz, das die Stelle markiert und befolge die daneben aufgeschriebenen Anweisungen. Oh Gott, 15 Stück? Oh Gott! Na, das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Die verfluchten Kultisten jagen Menschen mit Tieren. So, wo soll das jetzt genau sein, wenn ich mal fragen darf? Ach so. Versorgungsfahrzeug der Sekte, gut. Ja, werden wir mal ganz kurz... Wir müssen ja hier vorne sowieso hin, um das Ding hier auch noch freizuschalten. Aber das ist ja kein Problem. Wir müssen in diese Richtung. Gut, gut. Dann werden wir uns da mal schnell hinbegeben. Wag es dir, du! Glaub, es hackt! So nicht. So. Na, ja, wollen wir mal gucken. Ja. Sehr gut. So, dann können wir doch bestimmt jetzt wieder eine Schnellreise hier zurückmachen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst hätte, dass ich vielleicht ertrinken würde, aber, ne? Man muss ja mit allem rechnen. So. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt nochmal hier vorne hin müssen. Oder wie, oder... Die Olle ist gar nicht mehr hier. So schön. Perfekt. Gut. Dann, ja, wo machen wir jetzt weiter? Ich würde, komm, machen wir gleich hier vorne bei dem Schrein einfach weiter, oder? Ja, komm, das Ding können wir später auch noch holen. Das, oder vielleicht mache ich das auch off-cam. Ich weiß es noch nicht. Dann flitzen wir auch mal ganz schnell da drüben hin. So. Dann schnappe ich mir mal schnell den Autowagen. Radio aus. Bevor wir Ärger kriegen, ne? Das wollen wir ja gerne vermeiden. So. Wie man das hier schon sieht, derselbe Fahrstil wie vorhin das andere rote Auto. Ach so. Schade, ich dachte, da wäre jetzt einer von den Dings hier noch gewesen. Aber nö. Weil die Sekte läuft ja hier auch noch zwischendurch rum, ne? Sollte man nicht vergessen. So. Alles klar. Schauen wir hier mal kurz rüber. Ich glaube, hier diese Whiskyflaschen, die können wir jetzt auch erstmal wieder ignorieren. Weil die werden dann auch so zwischendurch einfach dann mal gesammelt. Wenn es passt. Ne? So. Alright. So. Amen. So, geh sterben, du Spinner. Hab ich euch geholfen? Gut, ne? Ja, ich würde mal zur Seite gehen, ne?
Danke. Hey, 6 von 16. Geil. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Drogenboote und Drogentrucks. Mhm. Ja, das werden wir vielleicht auch noch irgendwie hingedeichselt bekommen, aber ich weiß es noch nicht. Wird sich noch zeigen. So. Okay, dann fahren wir jetzt... Hör auf, wir fahren jetzt hier zum nächsten Schrein erstmal hin. Ist echt zum Schrein, ich weiß. Wir hatten jetzt hier vorne aber kein Fahrzeug, oder? Oder? Nö. Ist das schön. Pass mal auf. Weil es gerade so schön war, nochmal dahin zurück. So, weil dadurch, dass der Face jetzt ja über den Jordan gesprungen ist, haben wir jetzt in dem Gebiet... Ja gut, also da müssen wir uns ja sowieso durcharbeiten. Der ganze Kram, der jetzt noch ansteht, ne? Ja, ja, nichts scheint unmöglich. Alles klar. Na, genauso wie wir das in Johns Region gemacht haben. Da fehlen zwar auch noch ein paar Aufträge, aber die kommen ja auch noch so zwischendurch. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt dann mit dieser einen Klatsch-Nixen-Mission, ob ich das dann nochmal hinkriege. Das weiß ich nicht. Da müssen wir dann nochmal gucken. So. Ach nur, da oben ist es ja. Wunderbar, wunderbar. So. Ich habe geparkt. Hier keiner ist, dann lassen wir das mal so, ne? Gut, dann können wir nämlich das Comic hier drüben auch noch mitnehmen. Ein paar kleine Nebenquests ablaufen. So. Ich sag mal, die fahren hier wilde Bekloppten. Je schneller wir das erledigt haben, desto besser ist es ja, ne? Würde ich jetzt auch mal so sagen. Vasquez Haus. Mahlzeit. Danke, dass du das mit Faith erledigt hast. Naja, alles gut. So. Das war Comic Nummer 7. Yay. So, was haben wir hier? Oh, ein Fockenjagd. Nice. Nehme ich. Ich gönne mir alles. Oh, hier, warte mal. G. Scheiße, bleib stehen! Wir brauchen dich! Oh, du blödes Vieh! Alter! So, schnappen die ja! Jawohl.
So. Was? Was war gerade? Da hat irgendwie gerade eine Mission neu gestartet, aber ist gleich wieder fehlgeschlagen, weil irgendwas nicht geklappt hat. Hä? Gut, ich frag nicht. Alles gut. So, 3 Grizzlybären heute. Jawohl, sehr gut. Sehr gut. Aber jetzt so von den Tieren her haben wir ja auch schon fast alles hier abgehakt, ne? Einen gehäuteten Hasen, 4 Karibus, 2 Walpitis, 2 Wildschweine und 3 Adler. Und die restlichen Dinger sind dann ja Fische. Das ist nicht schlecht. Boah, Alter, 19 Punkte schon wieder. Alter, ist das geil. Oh, ja. Nehme ich. Gab mir. So. Und was wäre denn noch so wichtig? Spezialmunition, ja. Obwohl, mit den Leutchen sind wir ja so weit durch. Also, wir müssten jetzt gucken, dass wir die restlichen 3 hier noch schnell irgendwie aktiviert bekommen. Und dann wäre das eigentlich alles erledigt. Das Nachladen, Zielen und Wechseln von Bögen und Schleudern. Ja gut, den Bogen müsste ich jetzt auch dann mal so langsam mir gedingsen. Pass mal auf, die restlichen 10 Punkte lassen wir jetzt eben nochmal. Und wir werden jetzt ganz schnell hier noch das Feuerzeug holen. Und dann hätten wir das Gebiet hier auch soweit dann schon mal so mehr oder weniger freigeschaltet. Auf jeden Fall den Bereich hier vorne. Und das ist ja auch schon mal sehr gut. Okay, dann legen wir los. Warte mal, was ich jetzt noch mal ganz kurz gewusst haben wollte. Mit dem Doktore, da hatten wir doch auch noch eine Mission, oder? Ach, da fehlt uns jetzt noch eine Grizzlybärenhaut. Alles klar. Okay, also einer muss da noch. Margret, wenn noch einer muss, aber Dennis Schluss, ne? Schade. Schade, schade, schade. Ich dachte, ich treffe den. So. Sammeln für den guten Zweck. Mit dem Kegel und Deputy Spackenkopf, der hier rumläuft. Der ich ja eigentlich bin, aber egal. Ich darf ja zu mir selber Spackenkopf sagen. Ich bin ja ein Spackenkopf. Es gibt ja ein gutes Sprichwort. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Aber das hat bei mir sowieso. Das bringt nichts mehr. Es bringt überhaupt nichts. So, mach die Butze mal auf hier. Hi. Na? Achso. Warte. So, machen wir das Ding einfach mal auf. Dankeschön. Hier ist noch ein Zettel. Nachricht eines Ehemanns. Brand, wir hauen ab. Vergiss den Bunker. Eden's Gate weiß genau, wo wir sind. Die Sekte wollte mich nun schon zum 3. Mal rekrutieren und wieder soll ich einen ihrer Flieger fliegen und Zivilisten ins Visier nehmen. Sie deuteten sogar ein Problem mit dem Gesetzeshüter an. Diesmal wollen sie mich im Gegenzug für deine Sicherheit zum Beitritt zwingen, unter der Voraussetzung, dass du auch bei ihnen mitmachst und kooperierst. Das darf nicht so weitergehen. So, wir können uns immer noch auf den nächsten Weltkrieg vorbereiten, nur eben nicht hier. Dein Superman Travis. Oh yeah. So, 7 von 12, danke.
Und natürlich das Heftchen auch noch. Geile Scheiße. So. Leid. Es ist leid. Ja gut. Das ist jetzt hier alles nur so ein Berggebiet. Da ist glaube ich nichts weiter Besonderes. Hier ist dann noch die mit der Wasseraufbereitungsanlage, die Mission. Hier oben ist auch noch ein Comic. Was haben wir hier oben? Begib dich auf dem Wanderweg hinauf zum Raptor Peak. Oh Gott. Hier oben ist auch noch ein Schrein, okay. Pass mal auf. Dann holen wir den jetzt auch noch. 8 Minuten haben wir noch auf dem Timer. Wunderbar. So. Die große Preisfrage ist nur, wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass man da, glaube ich, nur mit dem Helikopter hochkommt. Okay. Hier haben wir auch noch einen Ort, den wir anlaufen müssen. Ja, es ist wieder kein Ort in der Nähe, wo man jetzt hier schnell mal einen Helikopter holen kann. Das ist echt klasse. Oh! Ich weiß jetzt nicht, ob das kürzer ist, aber komm. Egal. Auf jeden Fall, diesen Schrein will ich in dieser Folge noch holen. Wenn es eventuell klappen würde. So, warte mal. Gestern ging es noch. So, dann können wir mich hier nochmal ganz kurz alles soweit auffüllen, was möglich ist. Dankeschön. Gegenstände. Jawohl. Die Karte haben wir auch. Und die Dinger auch. Sehr gut. So. Dann könnten wir doch jetzt eigentlich den Dings hier mal mitnehmen, ne? Also hier den Tulip. Sehr nice. So. Dann werden wir uns mal mit dem guten Tulip-Hubschrauber herüberbegeben zu dem Schrein und werden da alles zusammen schreien, was geht. Oh yeah. Hab mich gerade mal ein bisschen frei umgesehen hier, ne? Ich glaube, hier unten wäre dann der Ort, wo die eine Mission dann auch noch gemacht werden muss. Da könnten wir uns dann eigentlich auch gleich mal drum kümmern. Aber jetzt machen wir erstmal hier den Schrein. Das scheint hier der Face-Schrein gewesen, also hier der Facebunker gewesen zu sein. Wie ich das gerade so gesehen habe. So. Ups. Entschuldigung. Sorry, kann ja mal passieren, ne?
Alter, was hält denn da aus? Willst du mich verarschen? Danke. Töte kein... Ja, das, passiert. Es war ja nicht mit Absicht, es war ohne Absicht. Das glaubt mir irgendwie keiner. Aber egal. So. Was hätten wir denn jetzt noch so hier im Action? So eventuell gesetzt und, ne? Weißt du Bescheid. Weißt du was? Aber wie viel Zeit haben wir jetzt noch auf dem Timer? 4 Minuten, pass auf. Dann werde ich jetzt schon mal einen Schnitt setzen. Und werde mal einen ganz kurzen... Warte mal, wie spät haben wir es jetzt? 8:30. Werde mal einen ganz kurzen Schnitt setzen. Und werde dann gleich mit der nächsten Folge mich hier um das Elend erstmal kümmern. Dass das Elend erstmal erledigt ist, ne? Also damit ich auch erledigt bin. So, und danach werden wir weiter gucken. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich zur nächsten Folge. Tschüssi!